Die Messe Stuttgart ist natürlich eine Campingmesse und hier haben wir Geschwister. Das ist Bruder und Schwester, nehme ich an, oder? Natürlich, natürlich, natürlich. Ich bin die Jüngere, wie man sieht. Ne? Bin die Steffi. Ist das dein Sohn? Ja. Ey, echt? Ja. Hast du so einen großen Sohn? Ja, ich habe noch einen größeren. Steffi, ihr seid hierher gekommen, ihr sucht ein Expeditionsmobil. Ja. Hast du gesehen, was sie kosten? Ja. Okay. Und bist nicht abgeschreckt? Nein, weil wenn man Ziele hat im Leben, dann kann man die sich auch ermöglichen. Was machst du beruflich? Ich mache gerade eine Ausbildung als Feng Shui-Beraterin. Siehst du, Simone. Wenn du richtig viel Geld verdienen willst, dann wohnst du am Bodensee. So ist das. Da nämlich direkt am See. Erste Reihe, ja. Die haben auch gerade ein Haus gekauft von einem Oligarchen aus Russland. Ja, genau. Ja, klar. Davon wusste ich noch nichts. So, ihr habt mich abgefangen, denn auf der Messe, ihr guckt meine Videos, oder? Ja, ganz regelmäßig. Weil die einfach total informativ sind. Und ja, du machst es toll. Ich finde, es hat immer Höhen und Tiefen. Wie immer im Leben, oder? Was ist so toll daran? Weil wir machen ja manchmal die Kamera an und filmen einfach drauf los. Ja, aber das ist das Schöne. Das ist der Alltag. Das ist echt. Ja, ist echt. Genau. So, dein Sohn, der wollte unbedingt vor die Kamera, hat gesagt, ich bin der Erste. Du hast eigentlich gar keinen Bock da drauf. Aber die Eltern gucken, laufen diese Campingfilme. Die sollen endlich mal wieder hier Pilcher gucken und so. Ja, also. Du guckst gar kein Fernsehen mehr, Hand aufs Herz. Ja, ich gucke keinen Fernsehen, weil es läuft momentan nicht so gut. Viele Sachen, also vieles ist nicht mehr so schön, aber ja, ich gehe schon mit, weil andere Länder mal zu sehen, interessiert mich dann schon auch, ja. Jetzt bist du, wie alt bist du? Ich bin 16. 16, da ist so die Zeit, wo man auch schon mal ganz allein in Urlaub fährt, oder? Nö, eigentlich nicht, ich gehe gern mit, also ja. Okay. Wenn der Papa sponsert, dann läuft der Papa ist aber noch ganz jung, wie alt bist du? Ja, fast 50. Nee. Ja, sicher. Wie hast du das gemacht? Du hast noch volles Haar hier oben. Pflege, alter Sack, Pflege. Herzkreislauf, alles. So, du arbeitest am Bodensee. Ich arbeite am Bodensee beim elektronischen mittelständischen Konzern und bin dort als Geschäftsführer angestellt. Ja. Echt? Ja. Krass, bei wem bist du? Also, es ist eine orangene Firma am See, kann man nicht übersehen. Ja, sag mal. Also, wenn du zu Hühnerkopf gehst, siehst du unsere Steuerung im Wohnmobil, das ist IFM. IFM, okay. Ja, genau. Es gibt viele Steuerungsfirmen, aber ja, du aber kennst... Wir machen Industriesteuerung für Mobilautos, also für schwere Applikationen. Und der Hühnerkopf, der baut unsere Steuerung ein in seine Wohnmobile. Testsysteme macht ihr keine für die Luftfahrt, oder? Nein, Testsysteme für die Luftfahrt machen wir keine, aber unsere Sensorik geht in... Das weiß ich nämlich, da unten am Bodensee sind ganz viele Hightech-Firmen. Ja, das ist die in Immenstadt, da ist die nette Firma Airbus, die Satelliten baut. Ja. Aber das ist ein Wahnsinn, wenn man dort rein will... ist Hochsicherheitstrakt und du kommst nur komplett gereinigt in die Fertigung rein. Also ich war schon drin, macht viel Spaß, das anzuschauen, aber ist für Wissenschaft für sich, dort Satellitenfertigung mal anzuschauen. Ich habe das Gefühl, es wird voll jetzt heute, oder? Ja, heute ist rappelvoll. Bei der Anfahrt war schon die Hölle los. Ja, du bist angefahren, Simone. Hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich im Parkplatz war. Okay, ist aber gut organisiert eigentlich, oder? Ja, doch. Sind vorbereitet. Eigenes Fahrzeug hier, oder wie? Ja. Okay. Normalerweise, ich bin ja direkt hinter Halle 1 wohne ich. Ich fall quasi in die Messe rein. Das ist ein Traum, oder? Deswegen bist du auch morgen als Erster hier. Ja. Weil die Leute immer fragen, ja, die Simone, wohnt die bei dir? Nee. Das würde ich niemals hinkriegen. Würde ich nicht aushalten. Die steht morgens auf und sagt dann direkt zu mir, Sven, es ist 3:30, du musst aufstehen. Genau. Sag mal, Camping ist ja so die totale Reduktion. Du lebst dann auf ganz kleinem Raum, bist unterwegs. Steht ihr auch frei manchmal? Oder habt ihr schon Camper? Noch nicht. Ja, wir haben einen. Noch nicht, weil wir müssen unser Wohnmobil umrüsten, um freistehen zu können. Aber wir möchten das gerne machen, ja, weil die Enge auf dem Campingplatz, das nimmt halt schon zu. Ne? Sag mal, wenn ihr euch ganz lieb habt, der Sohn muss dann raus, oder? Der bleibt drin. Ja. Krass. Echt? Ja, was? Ey, das könnte ich nicht. Das, ja. Überleg mal, der Sohn ist hinten drin. Es gibt ja diese Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja. Ist das nicht so? Man ist ja ganz eng und die Familie zusammen. Die Zeit hast du nie wieder, glaube ich. Also, Camping schweißt die Familie zusammen. Also, wir campen seit 2007, 2008. Ganz klassische Camperkarriere. Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil. Alles durchgemacht. Am Anfang mit den Kleinen, die konnten noch am Campingplatz Radfahren, über alle Parzellen drüber. Das war frei. Heute ist es sehr, sehr eng. Die Kleinen, hast du viele Kinder? Zwei. Also die Kleinen. Noch ein Sohn, oder? Noch ein Sohn, ja. Der ist fast zwei Söhne. Meter, ja. Der ist wie alt ist er? 18. 18? Ja. Achso, du bist ja auch... Fährt er auch noch mit, ja. Na, dann wird es schon eng mit zwei Großen. Ja, bei uns läuft es wie folgt. Die Herren schlafen hinten, bequem, und wir im Hubbett. Wir
ist jetzt passiert mit meiner Tochter. Wir waren ja unterwegs, hast du gesehen? Nee. Und da war die Diskussion, und Morelo sind wir nach Hamburg gefahren und der hat ja kein Hubbett. Ja. Und da kann ich mein Bett vorne umbauen. Dann haben wir dann gesagt zu meiner Tochter, ich lose jetzt, wer vorne und hinten ist. Weißt du, was sie gesagt hat? Ich schlafe hinten. Da gibt es keine Diskussion. Nein. Okay. Nein. Du hast noch gar nicht gecampt, oder doch? Ja, doch, ab und zu schon. Ja. Mit was? Zelt? Oder? Ja, Zelt, aber auch mal mit so einem alten Bus und auch früher Wohnmobil, ja, mit meinen Eltern. So, jetzt steht er vor der Tür. Warum steht er gerade hier? Weil wir jetzt Richtung Bimobil dann unterwegs sind, wo du auch schon fleißig unterwegs warst. Der Stefan, ja. Bei Bimobil, da kommen wir, filmen wir am Montag oder Dienstag. Dienstag, da sind wir da, filmen komplett mit dem Stefan. Bauen tolle Fahrzeuge, aber ist natürlich auch so, Qualität hat seinen Preis, aber dafür behält es ordentlich auch den Wert. Ja, so ist es. Aber wir, also vorhin waren wir jetzt gerade bei Kerkam, bauen auch sehr schöne Fahrzeuge und ist eine andere Liga wie ein normales Wohnmobil, das muss man ganz klar sagen. Ja, die sind in Halle 1 auf der Empore. Genau, ja. So, und das ist, sag mal, kann man die Messe an einem Tag? Geht gar nicht, ja? Nee, geht gar nicht. Also das Wochenende wirst du brauchen, wenn du dich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen willst. So, tolle Familie. Ja, dann viel Erfolg. Jetzt seid ihr doch bei uns im Channel. Du hast gesagt, wir gucken immer in einen Kanal. Ja. Und da habe ich gesagt, wir machen mal spontan ein Interview. Ja. So ist das. So, dann sag mal, guck mal in die Kamera rein, in das Loch und sag, bitte abonniert German Television. Bitte abonniert German Television. Denn wir haben fast 10 Millionen Zuschauer, aber nur 3% Abonnenten. Kannst du das vorstellen? Das ist schlimm. Das sind die alten Säcke, sind das, die oft Säcke, den Abo-Knopf. Genau, das ist oldschool. Hast du abonniert? Ja, natürlich haben wir abonniert. Okay. Aber ich weiß, ich mache Digitalisierung meinen ganzen Tag und oldschool-mäßig ist es halt nicht so cool, wenn man das sich überall anmelden muss. Ohne Scheiß, du gehst auf die 50 zu. Ja, ohne Scheiß. Da hast du einen guten Fang gemacht. Das ist gutes Genmaterial. Er auch. Er auch? Ja, klar. Wie siehst du das? Ich bin ja auch fast 50. Ja, also subjektiv zu betrachten. Du musst auch dankbar sein, dass die beiden sich gefunden haben. Sonst wärst du gar nicht da. Ja, das auf jeden Fall. So, dann bitte mal sagen zur Mama. Vielen Dank. So, tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Die perfekte Camperfamilie aus, wo wohnt ihr? Biberach an der Riss. Biberach an der Riss, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Mal. Ciao, ciao.